Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Heute geht es wieder um die untere Lendenwirbelsäule, Bandscheibenprobleme im unteren Rücken, die Bandscheibenübung 3, Extension im Liegen. Bei dieser Übung wollen wir uns richtig hochdrücken in eine, man könnte sagen, eine falsche Liegestütz. Du sollst bei dieser Übung besonders entspannt im Rücken sein. Stell dir vor, der Rücken ist wie eine Hängematte und diese Hängematte wird auf einer Seite hochgeständert sozusagen. Auch bei dieser Übung gibt es die Variante, die ich dir dann auch im Anschluss zeige. Ich möchte dir die Übung jetzt vormachen. Die Voraussetzung für diese Übung ist die Übung 1, bei der du entspannt 2 bis 3 Minuten liegst, ruhig atmest und mit dem Ausatmen die Rücken-, Hüft- und Beinmuskulatur so locker wie möglich machst. Dann kannst du die Übung 3 beginnen. Du nimmst die Hände auf Schulterhöhe und ständerst dich jetzt regelrecht hoch. Du bleibst 2 bis 3 Sekunden in der Position und gehst wieder runter. Das wiederholst du insgesamt 10-mal. Und du solltest das Gefühl haben, dass du mit den Wiederholungen immer etwas weiter kommst. Versuchst am Ende immer noch etwas weiter zu kommen. Und du solltest merken, dass es etwas fluffiger wird, dass es etwas besser geht. Wenn die Schmerzen während der Übung deutlich schlechter werden oder auch die Ausstrahlung eventuell weiter nach unten geht, solltest du die Übung abbrechen. Dann solltest du im Gespräch mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeut das nochmal nachbesprechen. Und dann findet man eine Variante, die für dich gut ist. Auch bei dieser Übung haben wir die Möglichkeit, das Becken wieder etwas weit nach links in diesem Fall zu schieben. Das heißt, weg von der Schmerzseite. Das zeige ich dir jetzt. Die Variante sieht so aus. Schiebst das Becken weg von der Hauptschmerzseite. Das würde so aussehen. Und dann machst du wieder deine 10 Wiederholungen, so gut es geht. Die Rückenmuskulatur ist entspannt. Ob du diese Variante wählst oder nicht, besprichst du mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten. Zunächst mal versucht man es immer erstmal mit der Übung, die symmetrisch ist. 10-mal, wie gesagt. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben und hoffe, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Halt, stopp, da bin ich noch einmal. Wichtig ist noch zu sagen, dass diese dritte Übung für den unteren Rückenbereich auch Teil der Notfallübungen ist. Das heißt, wenn du akut Beschwerden hast, solltest du Übung 1, 2 und 3 hintereinander versuchen, vorausgesetzt du kannst wirklich entspannen und die Übungen funktionieren in dem Sinne, wie ich es erklärt habe. Nämlich, dass du sie als wohltuend und gewinnbringend empfindest. Wenn das nicht möglich ist, auf dem Bauch zu legen oder in dem Ellenbogenstütz zu liegen oder die Übung 3 zu machen, wenn das nicht möglich ist, dann muss man zunächst einmal Abstand nehmen von den Übungen, so dass man sich vielleicht wirklich nur ruht oder mal ins Bett legt. Das sollte nur nicht zu lange dann sein, höchstens mal 1-2 Tage. So, jetzt bin ich fertig mit der Erklärung und jetzt freue ich mich auf das nächste Mal mit dir. Tschüsschen.
Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.